Power Riders und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie der ein oder andere vielleicht schon mitbekommen hat, über Instagram oder TikTok, war ich die Tage in Andalusien und habe einen kurzen Reiturlaub mit Freunden gemacht. Und zwar waren wir auf der Andalusia Spirit Horse Ranch. Die wird von Melina und Thomas geführt und wir kennen Melina tatsächlich noch vom Mustang Makeover 2021. Denn da hat sie ebenfalls als Trainerin teilgenommen und hatte den süßen Kiano. Der eine oder andere erinnert sich bestimmt an ihn. Genau, wir sind in Sevilla gelandet und haben deswegen uns auch einmal direkt die Stadt dort angeschaut. Die Stadt ist nämlich auf jeden Fall super, super schön. Also falls ihr gerne euch Städte anschaut, dann kann ich euch das nur empfehlen, wenn ihr mal in der Nähe oder so seid, dass ihr euch auch unbedingt Sevilla einmal anschauen müsst. Genau, dann sind wir natürlich aber auch direkt weitergefahren und haben uns auf den Weg zu Melina und Thomas gemacht. Wir haben in der Zeit dort in einem kleinen Tiny House gewohnt, was direkt quasi auf dem Hof ist. Und das zeige ich euch jetzt hier einmal direkt mal. Hier seht ihr direkt den Wohnbereich und Sina, Matze und Lara sitzen da schon. Man sieht dort jetzt auch gerade schon die Küche im Hintergrund. Und insgesamt ist das Tiny House für 4 Personen ausgelegt. Hier seht ihr einmal das erste Zimmer. Genau, hinter dieser Tür jetzt, wenn man die dann quasi zumacht, kommt eine zweite Tür zum Vorschein, so hier. Und da ist nämlich die Toilette, damit ihr sie auch direkt einmal gesehen habt. Das hier ist wie gesagt die Küche, wo ich gerade durchgehe. Und das hier ist dann das zweite Zimmer. Das haben Lara und ich mir geteilt. Und direkt nebenan ist dann quasi noch das Bad mit Dusche und Waschbecken. Genau. Tatsächlich hatten wir mega Glück mit dem Wetter. Wie man vielleicht bei den ersten Aufnahmen gesehen hat, war es echt noch total am Regnen am ersten Tag, wo wir angekommen sind. Und hier ist jetzt der nächste Morgen und das Wetter war einfach super, super schön. Übrigens stehen die Pferde alle in einem Offenstall. Das finde ich echt mega, mega gut. Und ja, dann haben wir sie schon fertig gemacht für den ersten Ausritt. Übrigens, kleine Vorwarnung vorweg, es wird später nochmal eine zweite Begrüßung kommen, weil mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass ich ja noch gar keine gedreht habe. Aber das war erst so spät im Video, dass ich dachte, ich lese auf jeden Fall nochmal etwas ein. Genau, wir haben wie gesagt hier jetzt dann den ersten Strandausritt gemacht und ich bin die süße Buena geritten, die ihr hier gerade seht. Tatsächlich habe ich euch einfach mal alle Infos noch in die Infobox verlinkt, denn ihr könnt natürlich auf der Andalusia Spirit Horse Ranch auch ganz normal Reiturlaube buchen. Also für Fortgeschrittene quasi Schritt, Trab, Galopp auch. Und für Anfänger bieten sie auch Schrittausritte an. Von daher, falls ihr es auch mal machen wollt in Andalusien, dann schaut da unbedingt gerne mal in die Infobox. Und außerdem wollte ich euch noch eine Kleinigkeit sagen. Und zwar bieten Melina und Thomas jetzt demnächst wieder eine Bodenarbeitsausbildung an. Die startet am 23. Mai. Und das ist quasi eine intensive und gesamtheitliche Ausbildung, in der quasi in alle Bereiche der Bodenarbeit einmal eingetaucht wird. Also da wird quasi über Seilarbeit, Freiarbeit, Handarbeit, Zirzenzik und vieles mehr gesprochen. Und es geht vor allem darum, wie erhalte ich ein motiviertes Pferd? Und tatsächlich wird auch die Blickschulung ein Thema sein. Genau, aber alle weiteren Infos dazu findet ihr auch sonst noch in der Infobox. Und was vielleicht noch ganz wichtig nebenbei zu sagen ist, ist, dass die Ausbildung insgesamt 3 Wochen dauert und 70 intensive Trainingsstunden beinhaltet. So, jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß beim restlichen Video. Und wenn ihr nach diesem Video sagt, boah, ihr müsst das unbedingt auch mal erleben, dann kann ich es euch wie gesagt nur empfehlen. Übrigens werden die Pferde auch fast alle gebisslos geritten, was natürlich auch nochmal voll der Pluspunkt ist. Und ja, es hat einfach super viel Spaß gemacht.
Guten Morgen, Roy Riders. Ich habe noch gar keine Begrüßung für dieses Video gedreht. Ich bin dieses Wochenende mit Freunden in Andalusien. Und zwar, wie ihr hier seht, auf der Andalusia Spirit Horse Ranch. Richtig cool. Wir machen nämlich einen kleinen Reiturlaub und heute machen wir sogar ein kleines Fotoshooting für Royal Horsemen. Und ich zeige euch jetzt einmal die Pferdchen. Das hier ist die Buena. Die ist heute eines unserer Models. Sie ist schon komplett fertig und schaut mal, wie süß ist sie bitte. Sie ist einfach eine richtige Schönheit. Und hier ist die süße Bella. Die ist auch heute mit dabei. Und sie hat ein richtig cooles, wie nennt man das? Kopfschmuck? Wie nennt man das? Kopfschmuck? Ja, oder? Genau, sie ist hier gerade noch angebunden und ist jetzt aber auch schon ready. Und gleich geht's dann los. Und zwar an den Strand. Hier seht ihr noch Shakiro. Der macht nämlich auch gleich beim Fotoshooting mit. Und der wurde extra noch gewaschen gerade, damit er gleich richtig schick aussieht. Wir sind mittlerweile fertig mit dem Fotoshooting und genau, wir werden jetzt gleich die Pferde zurückreiten und heute Nachmittag geht es dann auch nochmal auf einen Ausritt. Genau, und hier neben mir knabbert die Bella ein bisschen das Gras. Es war auf jeden Fall richtig cool und ihr werdet die Ergebnisse dann bestimmt auf Instagram sehen. Genau.
jetzt schon unser letzter Ausritt und somit ist quasi unsere Zeit hier auch schon vorüber. Es hat auf jeden Fall super, super viel Spaß gemacht und wir können es einfach alle nur empfehlen. Ich verlinke euch auf jeden Fall auch mal die Website in der Infobox und alle weiteren Details. Genau, und wir werden jetzt noch den Abend etwas ausklingen lassen und machen uns dann morgen auf den Heimweg. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!